Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside und Break. Heute geht es um das Thema aktives Recruiting. Das gab es auch schon vor 40 Jahren. Heute mit mir dabei ist Kurt Ackermann. Kurt war Personalleiter in dem Personalbeschaffungsbereich, zum Beispiel bei Thyssen und bei Mannesmann. Aber am besten, Kurt, stellst dich und deine berufliche Laufbahn kurz erstmal für unsere Zuschauer vor, damit sie wissen, worum es auch konkret geht. Also ich war Ende der 50er Jahre bei der Firma Mannesmann in Duisburg-Hockingen. Da hatte ich die Aufgabe Personalbeschaffung. Und zu der Zeit war das noch ganz gut. Gab es noch viele Arbeitslose oder Menschen aus Berufen, wo sie keine Zukunft sahen. Und die scharten sich morgens schon um 8 Uhr vor dem Tor 1, um dann sich zu bewerben. Mhm. Ja, und wenn meine Sprechstunde begann, so um 9 Uhr, dann habe ich die Bewerbungsgespräche geführt. Das Wichtigste ist ja überhaupt bei einem Bewerber, den Bewerber reden zu lassen, ne, damit man was von ihm erfährt. Da muss man rauslocken, sein berufliches bisheriges Leben. Ne. Und dann, das war ja ein großer Betrieb, war ja Bedarf für etliche Betriebe. Hochofen, Walzwerk, Stahlwerk und dann auch für Hilfskräfte. Da ging das dann so, nachdem ich das erste Gespräch hatte und in etwa einschätzen konnte, für welche Arbeit sie sich eignen, kriegten die dann einen Laufschein und mussten dann sich bei dem zuständigen Betriebsleiter vorstellen. Und der Betriebsleiter entschied natürlich, ob er den Bewerber einstellen würde. Das war ganz am Anfang in den 50er Jahren noch. Das war ja Ende der 50er Jahre. Ja. Ja, ja, ja. Ja, und dann wurde formal dann der Vertrag geschlossen. Aber die Leute mussten dann noch selbst einen Bewerberbogen ausfüllen, auch mit ihrem beruflichen Werdegang. Und was auch sehr wichtig war, wir verlangten von jedem Bescheinigungen darüber, wie oft sie in den letzten 2 Jahren arbeitsunfähig war, okay, also krank gewesen war. Ja. Denn das ist ja ein entscheidendes Moment. Und anschließend mussten die aber auch noch zum Werksarzt, wurden da auch noch auf ihre Eignung untersucht. Also auf Herz und Nieren geprüft. Das ja, ja. Und für verschiedene Berufe, beispielsweise für Arbeiten als Kranführer und Rangierer, war ja ein großer Betrieb, wo auch innerbetrieblich dann mit Gleisfahrzeugen, die beispielsweise die Brammen zum Stahlwerk oder irgendwie hin und her gefahren waren. Und da mussten dann oft Waggons umgehängt werden oder abgehängt werden. Dafür brauchten wir die Rangierer. Mhm. Und das ist ja auch eine gefährliche Sache, ebenso bei den Kranführern, wenn die mit den schweren Stahlrahmen durch den Betrieb fuhren, dass da keine Unfälle passierten. Gingen die dann noch zum Werkspsychologen, okay, und wurden da noch auf Herz und Nieren geprüft. So einen ausführlichen Prozess wünsche ich heute manch Rekruter oder Abteilungsleiter auch. Machen die Leute heute nicht mehr ganz so sehr mit, weil natürlich die Nachfrage nach Fachkräften extrem hoch geworden ist. Wann ging das denn los mit dem Anwerben von ausländischen Fachkräften? Ja, so Anfang der 60er Jahre. Als erstes hatten wir Italiener,
Aber der Markt war dann schnell zu. Dann ging es los, Türken anzuwerben. Das machten wir aber über das Arbeitsamt. Ja. Gut, manchmal fuhr einer von uns auch nach Istanbul, um da schon die Vorauswahl zu treffen. Wie hat man die Leute dann in Istanbul angeworben? Gab es da irgendwie Plakate oder wie sind die darauf aufmerksam geworden? Ja, da gab es ja die deutsch-türkische, ja, deutsch-türkisches Arbeitsamt praktisch. Und das türkische Arbeitsamt warb die Arbeiter ab, die überwiegend aus Anatolien dann kamen. Ja. Kamen die aus der Arbeitslosigkeit oder waren sie als Bauern tätig? Überwiegend als Arbeitslose oder auch aus der Landwirtschaft, ja, also die vorher noch keine industrielle Arbeit gemacht hatten. Und ich kann mich noch entsinnen, wenn die Auswahl dann, die Vorauswahl da in Istanbul getroffen war, dann wurde ein Transport zusammengestellt und mittlerweile hatten wir auch türkische Dolmetscher. Das waren drei jüngere Leute, die auch schon einige Jahre in Deutschland waren und gut Deutsch sprachen. Und vor allen Dingen kann ich mich entsinnen, die kamen nachts dann mit dem Zug am Duisburg Hauptbahnhof an. Wenn die ausstiegen, einer von den Dolmetschern war mal beim türkischen Militär Offizier gewesen. Ja. Der gab die Kommandos, dann mussten die alle stramm stehen, dann wurden die Namen aufgerufen und dann ging das los. Ja, und wurden die auch, wenn die so spät ankamen wer weiß, wie viele Stunden im Zug schon waren, bekamen die noch zu essen in der Werkskantine. Da war es wichtig, koscheres Essen zu haben. Ne? Aber da war für gesorgt. Ja, und am nächsten Tag ging das dann los. Also es war eine größere Aktion. War dann richtig aufwendig, auch die Leute auch richtig in Betrieb zu integrieren. Also das, was man heute als Onboarding bezeichnet, war sehr, sehr aufwendig. Ja, dann am nächsten Tag, dann machten wir Informationen. Ne? Alle in einem Raum. Wurden die über die über den Betrieb erstmal und über die Arbeitsbedingungen informiert und dann gab es eine Werksbesichtigung, gruppenweise. Ne? Denn die kamen oft zu 50, 60 Leuten auf einmal an. Ne? Und die Verträge waren schon vom Arbeitsamt vorbereitet, die haben wir abgeschlossen. Aber auch mit der Bedingung, dass sie noch vom Werksarzt untersucht wurden, auf körperliche Eignung und geistige Eignung. Und dann fuhren wir mit denen auch noch in die Stadt und gingen mit den Leuten in Kaufhäuser, um sie zu informieren, wie das mit dem Einkaufen klappt. Ne? Die wohnten in Wohnheimen, ne? Die hatten wir eingerichtet. Ne? Wie war das mit, also das waren jetzt ja speziell Leute aus der Türkei, vorher gab es Italien. Ja. Gab es neben der Bundesrepublik noch andere Länder, die zur gleichen Zeit um diese Leute geworben haben? Oder wie war der Wettbewerb auch in Das ist uns weniger bekannt. Ja. Sicher, es war bekannt, dass auch in Belgien, Frankreich, Holland auch vor allen Dingen Türken angeworben wurden zu der Zeit. Ja, und dann kam der Punkt, wo nicht mehr so viel türkische Arbeiter zur Verfügung standen. Haben wir beispielsweise auch mal Portugiesen angeworben. Das war schwieriger. Gab es zwar auch die
Nein, da gab es noch keine deutsch-portugiesische Kommission, die das machten, sondern da mussten wir uns an das portugiesische Arbeitsamt in Lissabon wenden. Und da bin ich mal mit einem Dolmetscher, das war ein Deutscher, der etliche Jahre bei Mannesmann in Brasilien gearbeitet hatte, der konnte gut Portugiesisch. Mit dem bin ich dann zum Arbeitsamt und die hatten aber an einem Tag höchstens 6 Leute vorgeladen, die sich schon beim Arbeitsamt beworben hatten, also beim portugiesischen Arbeitsamt, und dann führten wir da die Gespräche. Und hinzu kam, dass die Portugiesen direkt als Immigranten galten. Okay, das war jetzt ein Unterschied zu den Türken und zu den Italienern. Wie ist das gewesen, zu welchem Betrieb sind die Leute gegangen? Weil es gab ja mit Sicherheit neben Mannesmann auch noch andere Betriebe, die so ausländische Arbeitskräfte gesucht haben. Ja. Wurden die zugeteilt? Musste man da, konnten die sich frei entscheiden? Das wurde über das Arbeitsamt geregelt. Nicht? Also wenn ein Betrieb, ein Unternehmen Arbeitskräfte anforderte, dann regelte das Arbeitsamt in Duisburg. Okay. Und die teilten dann entsprechend zu. Ne? Okay, super. Vielen Dank, Kurt, bis hierhin. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Was würdest du jungen Rekrutern oder Personalbeschaffern, Leuten, die in der Personalbeschaffung arbeiten, so als Tipp mitgeben, was sie auf jeden Fall beachten sollen? Ja, wie schon zu Beginn gesagt, also das Wichtigste ist erstmal von dem Bewerber selbst was zu erfahren, über seine Persönlichkeit, über sein bisheriges Arbeitsleben. Und da muss man oft locken und nachhaken, um da entsprechende Informationen zu bekommen. Denn es ist schlecht, nur die Leute über das Unternehmen und die Arbeit zu informieren, aber nichts von ihnen zu erfahren. Das habe ich einmal ganz konkret erlebt, als ich in Berlin einen neuen Mitarbeiter für meine Personalabteilung brauchte. Und da hatte aber das Gespräch der Geschäftsführer geführt. Also der kaufmännische Geschäftsführer war mein Vorgesetzter. Und der hat 90% des Gesprächs hat der nur gesprochen. Ja, das kennen wir auch. Ja. Und von dem Bewerber haben wir kaum erfahren. Naja, der hat sich darauf verlassen, das war ein Sohn von einem Bekannten. Nicht? Und da galt das für ihn so, als dass er gut geeignet war. Hinterher hat sich herausgestellt, dass der Stasi-Informant war. Ui. Ja. Und da hätte man mal ein bisschen genauer hinschauen können. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das gilt auch heute noch, auch in Zeiten von Bewerberknappheit, dass man doch immer schauen muss, okay, passt derjenige auch wirklich zu uns, zum Unternehmen, und wenn man Botschaften vermittelt, dann die auch immer so zu vermitteln, dass sie die Leute, die nicht zu einem passen, auch abschreckt, bei einem zu arbeiten. Ja. Also vielen Dank, Kurt, für das schöne Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch auf LinkedIn oder auf einer der anderen Social Media Plattformen und teilt dieses Video. Vielen Dank. Tschüss. Ihr aus Düsseldorf. Tschüss.